Frau Franke, wir sind gespannt auf ein ganz besonderes Interview, das wir den ganzen Tag über schon vorbereitet haben. Freuen uns drauf. Tatjana, oben nämlich hat Vitali Klitschko jetzt in Kiew im Interview. Und wir haben es gehört, Tatjana, dass auch Kiew immer noch zur Hälfte fast ohne Strom ist. Oder wie ist die aktuelle Situation? Wie geht die Stadt damit um? Wir sind gespannt auf deine Fragen an Vitali Klitschko. Ich glaube, wir alle sind vor allen Dingen gespannt auf die Antworten des Bürgermeisters, der sich dankenswerterweise in dieser so schwierigen Situation Zeit für uns genommen hat. Vitali Klitschko jetzt also bei uns. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Vielen, vielen Dank. Fangen wir an mit der Situation hier bei Ihnen in der Stadt. Vor zwei Tagen noch einmal massive Angriffe durch den russischen Aggressor. Wie ist die Lage aktuell? Wer hat Strom, wer hat keinen und wer ihn nicht hat, bekommt ihn wann? Wegen der Raketenangriffe, unsere kritische Infrastruktur ist sehr beschädigt und deswegen ein großer Teil ein paar Tage schon kämpfen wir für wieder aufzubauen, wieder Services zu geben. Und ein großer Teil von bleibt heute Hälfte von der Stadt ohne Elektrizität. Und nur ein Drittel hat noch Heizung. Wir arbeiten weiter, dass es die weiteren Services an Menschen zu geben. Aber das ist eine Terroranschläge. Vor dem Winter, wenn es draußen ziemlich kalt, zu ruinieren unsere zivile Infrastruktur, das ist ein Genozid. Putin braucht das Land ohne uns, ohne Ukraine. Sie haben, ich glaube, mehr als 400 Heizzentren sozusagen jetzt eingerichtet hier in der Stadt, wo Menschen hingehen können. Wie genau funktioniert das und wie stellen Sie sicher, dass an den Punkten dort dann eben auch gewährleistet ist, dass es warm ist, dass man Internetzugang bekommt, all das, was Sie sozusagen so ein bisschen versprochen haben? Wir haben, das ist diese Heizungszentren, das ist Schule und Kindergarten, das ist die Gebäude hat schon moderne Qualität von Thermosanierung und deswegen in diese Punkte haben wir eine riesige Sporthallen, große Hallen und wir haben entschieden in jede Schule, jeder Kindergarten solche Zentren zu machen. Wir geben Elektrogenerator und jeder kann warme Getränke bekommen, den Service bekommen, einen Internetzugang oder seine Batterie zu laden. Es hat vor, ich glaube, 14 Tagen von Ihnen die Überlegung gegeben, Sie haben das, glaube ich, auch in einem Interview gesagt, wenn es ganz, ganz schlimm kommt, wenn gar nichts mehr geht, müssen wir die Stadt evakuieren. Haben Sie den Plan noch immer? Nein, selbstverständlich, das ist gut, solche Nachrichten zu verkaufen. Das ist ein Wunsch von Russen. Wir müssen alle evakuiert werden. Wir müssen alle Flüchtlinge sein, irgendwo im Westen. Die Land ist freilassen. Das stimmt nicht. Wenn das schlimmste Szenario, weil wir kalkulieren verschiedene Szenario, in schlimmste Zeit, das sage ich, dass ein Teil von Menschen kann viel leichter wird für uns, wenn ein Teil von Menschen gehen irgendwo in Dörfer, wo haben autonome Heizung oder Wasser. Ich hoffe, wir kämpfen dafür, das wird nie passieren. Sehen Sie denn im Moment Fluchtbewegung oder dass Menschen in Massen die Hauptstadt verlassen, weil Sie jetzt schon sagen, das ist für mich unerträglich, so wie es ist? Nein, sehe ich nicht. Sehe ich nicht und die Bevölkerung steht in Kiew. Wir sehen, Leute wollen nicht flüchten, Leute wollen in seiner Stadt bleiben. Hier Wohnung jeden hat und deswegen die Russen bestimmt haben einen Wunsch, eine Panik zu bringen und die Menschen muss depressiv werden, statt dem die Leute nach solcher Angriffattacke wütend gegen russische Aggression und wollen in der Stadt bleiben. Und wir sehen, das ist ziemlich großer Verkehr in der Stadt und Leute bleiben in Ukraine. Wir haben gar nichts, irgendwo etwas zu suchen. Das ist unsere Stadt, das ist unsere Heimat. Deswegen, wir werden kämpfen um unsere Zukunft hier. Herr Klitschko, wir haben natürlich wieder Einschläge gesehen. Es sind Menschen gestorben, 5 Todesopfer allein in der Region Kiew. Aber dennoch, wenn man auf die Zahlen schaut, hat man das Gefühl, die Flugabwehr fängt langsam an, Wirkung zu zeigen. Ich möchte noch einmal bedanken an unsere Partner. Wir bekommen moderne Systeme, Antiraketensysteme und deswegen die heute Sicherheit ist die wichtigste Frage, was haben wir in der Ukraine. Und unsere
Luft über den Kopf ist viel sicherer als zum Beispiel vor ein paar Monaten. Und deswegen möchte ich bedanken auch in Deutschland für Verteidigungswaffen, was bekommen wir. Wenn es um die kritische Infrastruktur geht, Heizwerke, Wasserkraft und ähnliches, ich weiß, es ist ein ganz sensibles Thema. Haben Sie da in den vergangenen Wochen eine Verstärkung herbeiführen können, um das weiter abzusichern? So, können Sie die kritische Infrastruktur jetzt besser sichern als noch vor einigen Monaten? Ist eine sehr schwierige Frage. Das ist die kritische Infrastruktur ist für eine riesige Stadt ist so groß und alle Infrastruktur zu sichern ist, sage ich ehrlich, unmöglich. Die einzige Schlüssel, das ist moderne Abwehrwaffen, wer kann schützen uns von russischen Raketen. Sie haben bereits über verschiedene Szenarien gesprochen, die Sie durchspielen, wahrscheinlich auch mit Ihrem Stab, auf die Sie sich vorbereiten. Für welche dieser Szenarien bräuchten Sie was an Hilfe vom Ausland noch? Wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen politische Unterstützung. Wir brauchen wirtschaftliche Unterstützung. Wir brauchen humanitäre Hilfe. Wir brauchen Verteidigung. Ich möchte noch einmal betonen, Verteidigungswaffen, weil verteidigen wir unser Land. Und Ukraine ist ein friedliches Land, wo lebt das friedliche Volk. Aber jetzt haben wir keine andere wir haben keine Auswahl. Wir müssen unser Land verteidigen. Und mit eurer das ist Unterstützung der Ukraine, das ist ein Schlüssel für Frieden in Europa. Danke für Unterstützung unseres Landes. Unterstützung bekommt in diesen Tagen vor allen Dingen auch innerhalb der Ukraine die Region um Cherson. Auch Kiew hat einen großen Konvoi hingeschickt. Jetzt werden aber auch aus Cherson im Moment Artilleriegefechte, wir waren gerade da, wir haben es live miterlebt, die zunehmend Menschen evakuiert, angeblich auch hierher nach Kiew. Kann die Stadt das leisten, Binnenflüchtlinge aufzunehmen? In unserer Stadt mehr als 350.000 Flüchtlinge schon und die Kapazitäten jetzt haben wir nicht mehr, aber trotzdem wir versuchen jeder zu helfen, jede von Städten, wir helfen an Cherson, wir helfen an Kharkiv, in Tschernigiw, in andere Städte, wo Menschen leiden, wo die brauchen die Hilfe und selbstverständlich mit Unterstützung, eine andere Unterstützung, wir die Städte unterstützen, die Städte und das ist wichtig für jeden Bürger, die Unterstützung, die Gefühl zu haben, die Unterstützung ist da und du bist nicht allein. Deswegen, Leute in dieser Stadt bedanken uns, aber wir gleichzeitig bedanken unsere Partner, von wem bekommen wir auch humanitäre Hilfe. Herr Klitschko, 9 Monate ist dieser Angriffskrieg jetzt schon alt. So lange wird Ihr Land, wird Ihre Stadt immer wieder angegriffen. Wenn Sie auf sich selber als Persönlichkeit schauen, vor 9 Monaten, was ist von dem Mann Vitali Klitschko von vor dem Krieg noch übrig? Für mich die ganze Zeit, 9 Monate, eine längere Tag und ist sehr viele Herausforderungen. Manchmal, man kapiert nicht, heute ist Montag, Samstag, Sonntag, welcher Tag ist heute, weil sehr viel zu tun, sehr viele Herausforderungen und selbstverständlich, jeder von unseren Bürgern braucht die Hilfe, braucht Unterstützung und das ist Aufmerksamkeit zu machen für jeden von unseren Bürgern, das ist meine Mission und deswegen mache ich, was kann ich. Was gibt Ihnen aber Kraft? Ich meine, selbst wenn man so ist wie Sie mit all der Kraft, die Sie haben, irgendwann ist auch Schluss mit der eigenen Kraft. Wo kommt für Sie die Kraft her? Ich habe genug Kraft, danke an meine Eltern. Und da habe ich eine riesige Motivation, das ist meine Heimat. Und ich kämpfe für meine Zukunft, Zukunft für meine Kinder. Und deswegen, ich glaube in der Ukraine. Ich glaube in der Ukraine als eine moderne, demokratische europäische Land, europäische Stadt. Dafür kämpfen wir. Vitali Klitschko, ich bedanke mich für das Interview. Nochmal danke, dass Sie sich in dieser Situation Zeit für die Weltzuschauerinnen und Zuschauer genommen haben. Ja, und damit, wenn die Kamera muss jetzt wieder ein bisschen nach unten gehen, die fast 2 Meter schaffe ich nicht. Damit gebe ich zurück zu euch ins Studio. Wir haben es gesehen, ein sehr kraftvoller und wenn auch mit viel Arbeit behafteter Bürgermeister, der aber dennoch nicht aufgibt, für seine Stadt und sein Land zu kämpfen.
Antworten, Tatjana, hast du völlig recht. Wir bedanken uns aber auch für die Führung dieses Interviews. Du berichtest seit Wochen für uns aus der Ukraine. Ja, und Vitali Klitschko muss auch schon wieder ans Telefon. Vielen Dank nach Kiew für den Moment. Und wir machen thematisch einen harten Bruch. Das kann man so.